Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoner's War. Und nicht wundern, heute ist das Bild so ein bisschen geteilt. Das liegt daran, dass mein Handy kaputt ist und ich mit dem iPad aufnehmen muss. Und mit dem iPad habe ich 4:3 oder sowas, also ein anderes Seitenverhältnis. Das heißt, ich muss für das YouTube-Video das ein bisschen auffüllen und habe mir mal da Atamiel zur Hilfe gezogen, der das Bild auffüllt. Und irgendwann in nächster Zukunft plane ich natürlich auch eine Facecam und die würde dann natürlich da irgendwo mein hübsches Gesicht darstellen. Bis dahin gehen wir aber erstmal ins Video rein, und zwar heute mit einem neuen Event, der angefangen hat. Und zwar heute hat er angefangen, wobei ich glaube, dass das Video erst morgen früh fertig sein wird, weil ich muss noch schneiden und bla bla bla, hochladen und alles mögliche, was halt so dazugehört. Das heißt, morgen früh wird wahrscheinlich, also Dienstagmorgen, werdet ihr wahrscheinlich dieses Video genießen können. Und es geht um das aktuelle Event Summoner's War, vierjähriges Jubiläum, individualisiere legendäre Runen. Ich kann schon mal Spoiler-Alarm vorwegnehmen. Ich find's mega geil, weil es ist ein Devilmon dabei. Aber okay, gehen wir mal ins Detail. Im Prinzip ist das nichts Besonderes. Wir kennen diese Art von Event schon, die kommt alle 3 Wochen gefühlt, dieses Event. Also ihr müsst einfach Runen farmen oder raiden. Eins von beiden. Ihr kriegt dann für jede Rune oder für jeden Schleifstein oder Juwel, was ihr halt bekommt im Raid, bekommt ihr halt eine bestimmte Anzahl Punkte. Ihr seht hier, wie viele Punkte das sind. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Diese Punkte heißen in diesem Fall Münzen. Und für jede Münze könnt ihr dann, oder beziehungsweise diese Münzen sammelt ihr, und dann könnt ihr diese Münzen benutzen, um verschiedene Dinge zu tun. Zum einen könnt ihr erstmal eine Rune herstellen für 300 von diesen Münzen. Geht einfach hier irgendwo drauf, Vampir, Gewalt, Nemesis, was auch immer für eine Rune ihr wollt. Und dann drückt ihr unten auf Bestätigen, 300 Münzen werden abgezogen und ihr bekommt diese Rune. Dann könnt ihr im zweiten Schritt, ihr bekommt die Rune noch nicht, wenn ihr auf Bestätigen drückt, sondern dann werden erstmal nur diese 300 Dinge abgezogen und ihr habt erstmal die Art der Rune gewählt. Dann geht ihr in Schritt 2, dort kann ich jetzt leider nicht machen, weil ich noch nicht Schritt 1 gemacht habe, wählt ihr euch aus, für welchen Slot die Rune sein soll, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann im Schritt 3 auf der rechten Seite, ist halt blöd, ich kann euch das halt mit der Maus nicht zeigen auf dem iPad. Beim Handy habe ich ja so ein anderes Programm, dann kann man die Maus mit reinnehmen, aber egal. In Schritt 3 wählt ihr die Haupteigenschaft. Also, angenommen, ihr nehmt jetzt meinetwegen eine Gewaltrune, nehmt im Schritt 2 Slot 2 und dann könnt ihr im Schritt 3 Haupteigenschaft Speed wählen. Und dann bekommt ihr, wenn ihr unten auf Bestätigen drückt, habt ihr 600 Sonne Münzen ausgegeben. Drückt auf Bestätigen, bekommt eine legendäre 6-Sterne-Rune mit der Haupteigenschaft, also Speed. Dann gefallen euch wahrscheinlich die Sub-Eigenschaften nicht, dann könnt ihr die hier quasi nochmal ändern. Also wie so ein Reappraisal Stone könnt ihr hier quasi diese Haupteigenschaften dann, die Sub-Eigenschaften dann nochmal ändern. Und ich glaube, so oft ihr wollt, und drückt dann auf Bestätigen und habt dann eure Wunschrune. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, wie oft ihr das machen könnt. Ob ihr das nur einmal machen könnt oder ob ihr das so oft machen könnt, wie ihr wollt, je nachdem, wie viele Punkte ihr sammelt. Aber es geht ja noch weiter. Hier unten könnt ihr im Umtauschshop jeden Tag erstmal 15 Münzen für 30 Energie und 15 Münzen für 30.000 Mana-Steine umtauschen. Das ist täglich. Und ihr könnt hier für weitere Münzen auch noch einen Devilmon euch holen, 4 Sterne Max Rainbowmon, Beschwörungssteine, Kristalle, XP-Boost und MS. Ja, also das sind auf jeden Fall sehr, sehr geile Belohnungen. Dieses ganze Runending, ich werde das einmal durchgehen, und wenn sich herausstellt, dass es da irgendwo noch einen Fallstrick gibt, mache ich natürlich nochmal ein neues Video dazu. Ansonsten denke ich, dürfte es das gewesen sein. Also ihr müsst halt quasi 600 solche Münzen haben, dann könnt ihr alle Schritte mit einmal durchgehen. Und wenn ihr es dann nochmal ändern wollt, dann nochmal 150 weitere Münzen, also 750 Münzen für dieses ganze Gedöns hier. Das sind relativ viele. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein tägliches Maximum gibt. Können wir mal gucken. Seht ihr jetzt? Okay.
Nee, ich sehe jetzt hier kein Maximum an täglichen Münzen. Bla 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 bla. Nö. Also ihr könnt da farmen, bis ihr euch die Finger bluten. Und macht das auch, nutzt das. Allein das Devilmon ist es wert, alles andere auch. Ich finde es ein wirklich cooles Event. Ist mal was Neues mit dieser Rune. Ist so eine Kombination aus verschiedenen Events. Ich bin gespannt, wie es am Ende dann alles so miteinander sich verzahnt und ob da wirklich eine geile Rune bei rauskommt oder halt so eine okay. Wie gesagt, falls es da noch irgendwas gibt, wo ich denke, oh, das muss ich meinen Leuten erzählen, das muss ich erzählen, dann mache ich nochmal ein Video. Das bekommt dann entsprechend einen Titel, das erkennt ihr. Wenn ihr auf das Video aufmerksam werden wollt, müsst ihr mich natürlich abonniert haben und diese lustige Glocke anmachen. Gibt es die bei mir überhaupt, diese Glocke? Keine Ahnung. Also müsst ihr auf jeden Fall ein Abo drin hier lassen. Ansonsten, falls von euch einer schon mal so eine Rune hergestellt hat, wäre es geil, wenn er in die Kommentare schreibt, ob die Rune toll ist oder nicht. Und falls jemand schon mal eine Rune hergestellt hat und eine zweite herstellen kann oder eine dritte oder eine vierte, bitte auch mal in die Kommentare schreiben, ob man halt so viele Runen herstellen kann, wie man will. Oder ob man nur eine herstellen kann. An der Stelle ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.